cheap and my name is XRP. Hello everybody, let's get started. Ich habe keine finanziellen Interessen, ich habe keine gesponserten Links und logisch will ich auch keine Spenden bieten. Thema heute, und ich möchte, dass wir da ein bisschen drüber diskutieren. Also soll nicht eine One-Man-Show sein von mir heute. Hundeherre macht sich nicht gut beim Live-Video. Ich möchte mit euch über diese Geschichte sprechen, die da Ashi Spirla geschrieben hat. Staying the course in remittances and SME payment. Vorab ein paar andere Dinge. Ich hoffe, dass alle gesund sind, dass auch eure Familien nicht von Corona betroffen waren. Und falls doch, dass wieder alle gesund sind. In nicht, also so zweiter Grad, meine Familie quasi, in Brasilien, da gab es einen Toten und fünf, die zusammen mit dem Toten, eine, die krank war, besucht hat, die hatten alle Corona und die sind jetzt alle medikamentös behandelt, zu Hause allerdings. Und wir hoffen, weil eine davon ist eben die Mutter dieser zweiten Grades Familie, das ist die Ex-Frau des Sohnes, der Schwester meiner Frau. So, ich habe noch was Persönliches, ich habe ja, also dass ich keine Arbeit habe, wisst ihr ja, ich bin deshalb im Moment relativ häufig im Garten tätig. Heute habe ich mir auch wieder die Arme wund geschuftet, etwa 2 Tonnen Schutt. Weil jetzt ist der Schutt eben nass, blöderweise, der ist halt umso schwerer. Von oben nach unten transportiert und wir haben am Zaun entlang gefüllt und machen da jetzt einen Mulch drauf und ich hoffe, dass das dann wenig oder gar kein Unkraut gibt. Dann noch was zu meinem Investment. Ich habe mir letzte Woche eine Cool Wallet S bestellt und werde eToro verlassen zum Kotzen.
Also diese Plan. Also ich finde nach wie vor die Funktionalität von den Toro finde ich nach wie vor super. Ich finde auch, dass das eToro Wallet eines der sichersten ist, weil es quasi das einzige ist, das ich kenne, das mit Multisignature arbeitet und deshalb quasi, also es ist nicht hackbar. Und das macht das Ganze eigentlich recht toll, aber diese Community Geschichte, das geht mir sowas auf den Zeiger durch. Ich bin schon wieder blockiert und gebannt worden, weil ich anscheinend Werbung gemacht habe. Dabei habe ich nur einem Typen Antwort auf eine Frage gegeben und habe ihm gesagt, er könne das bestimmt mit Cool Wallet lösen. Zum Kotzen. Also gut, aber heute zum Thema. Also der Artikel von Ashish Birla, dieses Ding, Course and Remittances and SME Payments, hat ja ziemlich für Aufruhr gesorgt in der Community. Und ich möchte da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Genau. Und es geht ja, also die Hauptaussage ist, dass sie sich nicht mehr auf diese Treasury Payments konzentrieren, in particular we are reducing emphasis on large Treasury Payments. Ich meine, ihr Fokus bisher diese 40.000 Zahlungen Treasury Payments von MoneyGram waren, dann ist es lächerlich. Also jeder, der mir schon seit längerem folgt, weiß, dass es Zahlungen bis zu einer Milliarde gibt. Und das mögen teilweise vielleicht Treasury Payments sein, sind sie aber im Umfeld von Target 2 definitiv nicht, weil das alles über Zentralbankgeld läuft und da muss ja nicht wirklich. Also klar, diese Konten müssen auch ausgeglichen werden, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht Zahlungen sind, die auch mit Target 2 gemacht werden. Das läuft wahrscheinlich über irgendeine andere Schiene. Also, was wir erwarten können, sind, dass diese Batch-Payments, die MoneyGram bisher gemacht hat, keine Batch-Payments sein werden. Also wir werden nicht mehr diese 40.000 Dollar-Payments alle 5 Minuten sehen künftig, sondern wir werden halt, wenn ich der Familie meiner Frau ich nutze meistens Western Union, MoneyGram gibt es noch irgendwie KYC-Probleme, keine Ahnung, was die von mir wollen, was ich nicht geliefert habe. Auf jeden Fall, wenn ich denen Geld schicke, dann, also ich habe Sonja gefragt, ich glaube, ich habe ein einziges Mal 1000 Schweizer Franken geschickt oder mehr. Sonst sind es immer irgendwie so 200 Franken oder ja, wenn sie irgendwie Medikamente nicht bezahlen können, kann es auch mal 500 sein oder so, aber tendenziell eher 200. Und das sind so Payments, die wir, also künftig werden wir diese Live Real Remittance Payments im ODL sehen und nicht mehr diese Treasury Payments von 40.000 Dollar alle 5 Minuten. Der Grund, warum man das bisher so gemacht hat, und das ist aus einem Tweet von David Schwarz klar geworden, ist, dass man dem Ganzen eben nicht vertraut hat. Man hat dem nicht vertraut, dass das tatsächlich ja, real-time abläuft. Und deshalb hat man sich entschieden, mal mit diesen Treasury Payments, mit diesen Batch Payments anzufangen, um zu schauen, ob das funktioniert. Ich meine, das wissen wir jetzt. Also das haben sie jetzt, glaube ich, 9 Monate gemacht. Damit haben sie, glaube ich, im Oktober oder so gestartet, letztes Jahr. Weiß das noch jemand? Ich komme auf dich zurück, Sabai, auf dieses eToro ist für Anfänger. Es ist eben. Ja, ist vielleicht schon für Anfänger, aber es hat eben schon extrem viele Vorteile auch. Darauf komme ich dann aber am Schluss dieser Sendung noch zurück. Also, das ist mal so die Geschichte, wo es um diese
Reduktion, Emphasis, also sagt man dem auf Deutsch, so den Punkt, also der Fokus ist nicht mehr auf diesen Treasury Payments, aber ich meine, die größten Treasury Payments, die wir gesehen haben, waren 40.000 US-Dollar, das ist eher ein Witz. Also, und die Zahlungen im Target 2, also das ist wohl ein Witz zu glauben, dass, also alleine schon also wenn diese größeren Zahlungen, vielleicht sollte ich mal, Moment, das machen wir jetzt kurz. Jetzt schalten wir da Display Capture ein und dann öffnen wir, aha, einen Moment. Ah, ihr habt diesen Satz vorher gar nicht gesehen, den ich da markiert habe, weil ich immer, ah genau, da haben wir ja schon Target 2. Mache ich das noch ein bisschen kleiner. Könnt ihr das noch lesen? Ja, machen wir es größer. Was ist das für ein Kack? Gang weg. Falsche Taste gedrückt. So. Es ist eigentlich auch nur, also was ich euch zeigen will, ist diese mittlere Kolonne, Total Values. Also, wer glaubt, dass diese großen Zahlungen nur Treasury Payments sind, der soll sich das mal anschauen. Das kann gar nicht funktionieren. Logisch sind es bis 50.000 Kilobyte, 50.000 Euro in dieser Zeile. Das sind 70% der Zahlungen. Das sind irgendwie Faktor 8 mal mehr wie die über 1 Million. Aber es sind in der Summe irgendwie, also Faktor 300 mehr. Also wenn das Treasury Payments wären, diese über 1 Million in dieser Zeile, dann müsste ja diese Summe gleich dieser Summe sein. Dann wären das diese Ausgleichszahlungen von denen hier. Und das ist absolut nicht der Fall. Also das sind tatsächlich reale Zahlungen. Und solche Zahlungen werden auch übers System gehen. Jetzt schalte ich noch meinen Kopf dazu. Genau. Kann ich mich noch ein bisschen größer machen, dass ich mich noch ein bisschen besser sehe. Genau, also diese großen Zahlungen, die werden kommen. Also das, was in diesem Artikel steht, das erachte ich als Klarstellung, zusammen auch mit dieser Erklärung von David Schwartz, dass man bisher eben dem nicht so ganz getraut hat, dass das Real-Time geht, und deshalb hat man eben diese Batch-Payments gemacht, weil es da nicht so zeitrelevant ist. Also wenn ich in alle 5 Minuten irgendwie 80, 500 Dollar, stimmt das? 80 mal 500, gibt 40.000, genau, Überweisungen habe, dann müssen die ja eben bei MoneyGram, also das kommt quasi, wenn du den Knopf drückst, kannst der auf der anderen Seite quasi abheben. Also bei Western Union ist es eher so, ich klicke den Knopf, dann kriege ich so eine Bestätigungsnummer, die schicke ich meinen Leuten in Brasilien und dann ist das Geld abholbereit. Also wären die bereits in der Western Union Filiale, könnten sie das Geld quasi, nachdem ich den Knopf gedrückt habe, abheben. Und diesen Prozess hat man mit ODL nicht getraut, deshalb hat man eben diese 500 Dollar Zahlungen hat man zusammengenommen zu einer 40.000 Dollar Zahlung und dann hat nur das Trail, also diese quasi die Nostros wieder gefüllt mit dem entsprechenden Betrag, den sie eben dann brauchte. Und künftig wird das nicht mehr der Fall sein. Aber diese großen Zahlungen,
Die werden so oder so kommen. Dann gibt es ja noch diese Geschichte, dass David Schwartz öfter gesagt hat, dass die Zukunft Streaming Payments seien. Und das mag schon sein, aber Streaming Payments für eine 40 Millionen Zahlung heißt eben trotzdem, dass du für 40 Millionen XRP brauchst. Du streamst dann halt einfach alle Zehntelsekunde 1000 davon oder so. Oder 10.000, keine Ahnung. Und der Grund dafür liegt in der Tatsache, dass in ILP und ich vermute eben auch im RippleNet, die dazwischen stehen, also beim ILP sind es die Konnektoren, die müssen praktisch diesen Betrag, den sie weiterleiten dann eben via XRP, in Escrow, also quasi reservieren, auf die Seite legen. Und wenn das eine 40 Millionen Zahlung ist, dann ist es verdammt viel Kohle. Und wenn jetzt 10 so 40 Millionen Zahlungen kommen, dann musst du 400 Millionen Dollar auf die Seite legen, damit diese 10 Zahlungen letztendlich durchgehen. Und mit Micropayments wird es dann eben so sein, dass man so eine 40 Millionen Zahlung irgendwie in vielleicht 10.000 Dollar Zahlungen aufdröselt. Und dann muss der Connector nicht mehr 10 mal 40 Millionen in Reserve halten, sondern nur noch 10 mal diese 10.000, also 100.000. Also die Last, die finanzielle Last auf dem Connector ist dann viel tiefer. Aber die XRP, die musst du trotzdem kaufen, weil das Microstreaming, das geht dermaßen schnell. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal, also gibt es Leute, die einen Coil-Account haben bei euch? Coil ist dieser Service von Stephen Thomas, wo man, also die haben ja jetzt vor ein paar Wochen einen Deal gemacht mit WordPress, wo man in WordPress das Monetizing-Plugin quasi direkt einbinden kann und WordPress hat, glaube ich, bei allen Blogs und Webseiten weltweit, die haben irgendwie, keine Ahnung, 60% Marktanteil oder so. Also das wird ein Riesending werden. Und wenn man das macht, ich glaube, ich kann es zeigen. Moment, ich mache kurz einen Test. Genau, Ledger Exposed ist es, glaube ich, so. Ledger Exposed. Da. Schauen wir mal, ob das geht. Bin fast der Meinung, ist nicht Ledger Exposed, war es eine andere Seite. Sehe ich XRP Scan? XRP Scan. Heißt die so? Ich brauche eine Seite, die monetized ist. Dann sieht man unten links, sieht man jeweils diese Coil-Geschichte. Keine Ahnung. Ich sehe es jetzt nicht, aber dann sieht man, auf Coil selbst sieht man es eben nicht. Auf jeden Fall sieht man da die Drops fließen. Das sind dann eben diese Micropayments. Das sind dann irgendwie, keine Ahnung, ein Tausendstel Drop oder so pro Zehntelsekunde. Irgend sowas. Also, aber diese Zahl, die läuft da und hoch. Also in so einer kurzen Zeit könnt ihr gar nicht eine 40 Millionen Zahlung aufteilen in 1000 Buyer, das geht gar nicht. Also da müssen diese entsprechenden XRP vorhanden sein.
Das mal Punkt 1. Also macht euch keine Sorgen, diese großen Zahlungen werden kommen. Da ging es wirklich nur um diese MoneyGram-Geschichte. Da bin ich hundertprozentig sicher, dass man künftig eben wirklich Live-Payments sehen wird, wenn jemand eine Zahlung über MoneyGram auslöst, dass man direkt das verfolgen kann. Im Übrigen, ich weiß nicht, also ich paste mal diese beiden Links, das ist dieses diese Geschichte von Asche Spierler und dieser Bericht hier, Ripple the Last Mile. Das ist, ich habe das mit Manuel besprochen, gestern oder vorgestern, keine Ahnung mehr. Und in diesem Dokument geht es eigentlich genau um eine andere Geschichte, also quasi 180% andersrum. Da schreiben sie, wo Ripple eine hohe Markt, ach, jetzt habe ich den Begriff wieder vergessen, Chance vergessen, wo Ripple eine hohe Marktchance hat, den Markt zu dominieren. Das ist alles, was blau ist. Und im Artikel von Asche Spierler schreibt er von High Friction Corridor. Das wären alle die, die nicht grün sind. Und dieses Dokument, das ist ein PDF, das man Banken und Finanzinstituten aushändigen kann. Dieses Dokument hier, das ist einfach ein Blog-Eintrag. Kein Banker wird das lesen. Das war an explizit an die XRP-Community gerichtet, wenn ihr mich fragt. Also diese beiden Dokumente stehen sich total im Widerspruch. Das eine, im einen geht es darum, dass man sich auf diese High-Friction-Korridore oder Währungen konzentriert und im anderen genau nicht. Und im Übrigen, und das bestätigt eigentlich diese ganze Geschichte, war selbst David Schwarz vor ein paar Wochen überrascht, als der Euro-US-Dollar-Korridor ist, eben, benutze ich eben nicht gern, weil es eben eigentlich nicht ein Korridor ist. Es ist schon ein Korridor, aber nicht im Sinne von, dass man ihn als einzelnen Korridor zählen kann. Ich hoffe, das ist jedem klar, dass ein, also durch die Tatsache, dass wir ein Bridge Asset haben, also spricht eigentlich nichts dagegen, dass MoneyGram auch Geld von Mexiko nach Europa und an alle diese anderen offenen ODL-Währungen schickt. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Warum sie es nicht tun, weiß ich nicht, aber das ist der Charakter einer Brückenwährung, dass es eben keine Korridore mehr sind. Spielt überhaupt keine Rolle mehr. Dann möchte ich noch auf etwas hinweisen, und zwar im Artikel von Ashish, nein, eben nicht von Ashish Spieler, in diesem anderen, wo es um die Last Mile geht. Ich mache den nochmals auf. Das ist jetzt nicht so schön. Kann ich das? Kann ich nicht. Na egal. Auf jeden Fall schreiben Sie hier von, das kann ich bestimmt zeigen, schreiben Sie von 127 Trillions per Year. 2020. Und wer ein bisschen diese Zahlen verfolgt, diese, also wie sich Zahlungsströme entwickeln, der weiß, wird immer größer und nicht weniger. In dem Internet of Value, das ist quasi die Vision von Ripple, da schrieben sie vor 3 Jahren, ziemlich genau vor 3 Jahren, von 180 Trillionen. Also das ist ein weiterer Hinweis, dass selbst Ripple mit den Zahlen nicht wirklich so ganz klar kommt. Auch bezüglich den Nostra Accounts, das wisst ihr alle auch, da hieß es am Anfang 27 Milliarden,
glaube ich. Und inzwischen spricht man von 10 Milliarden, also macht euch da nicht in die Hose. Also diesen PDFs darf man nicht hundertprozentig trauen. Dann wollte ich noch, also jetzt habe ich diese Geschichte von Aschi Spierla erklärt. Ich hoffe, dass das allen klar ist, dass es diese Millionenzahlungen trotzdem geben wird, dass es künftig, weil diese Konnektoren, eben diese Kohle, die verschickt wird, quasi in Escrow halten müssen, wird's via Micropayments ablaufen. Das bedeutet aber nicht, dass man irgendwie alle 0,5 Sekunden ein paar hundert XRP an einer Börse kauft. Das geht gar nicht so schnell wie Micropayments laut. Also man muss diese XRP trotzdem schon von Anfang an parat halten, weil wenn es dann nicht gehen würde, dann würde ja die ganze Zahlung in den Arsch gehen und das ist dann mega mühsam. Ich wollte noch eine andere Geschichte darauf eingehen. Also ich habe jetzt diese Widersprüche erwähnt zwischen diesem PDF und dem, was Aschi Spierla geschrieben hat. Ich habe erklärt, was ich denke, was damit gemeint ist. Genau, also ich glaube, diesbezüglich habe ich alles gesagt. Dann möchte ich mich jetzt euch widmen, euren Fragen. Und als ersten diesem Typen, wie hieß der, Sabai oder so, der geschrieben hat, eToro ist für Anfänger. Da finde ich jetzt nicht mehr diesen Eintrag. Auf jeden Fall, das mag sein, aber ich werde, also wenn ich tatsächlich Multimillionär werde, werde ich 1 bis 2 Millionen auf eToro einsetzen, werde Copy Trading machen. Werde mir da 5 bis 10 gute Trader aussuchen, die schon Leute haben, die sie kopieren. Es gibt Trader, die machen pro Monat 10% Profit. Oder pro Jahr. Egal, also bei 2 Millionen wäre es mir auch schon Wurst, wenn sie pro Jahr 10% Profit machen. Also, dann verteile ich das, dann mache ich Diversifikation, das mache ich erst, wenn ich reich bin, vorher mache ich keine Diversifikation. Und das ist eben schon etwas Cooles, das bietet dir sonst keine andere Plattform. Dann kannst du nämlich diesen ganzen Scheiß diesen Tradern übergeben, die dann die Arbeit für dich machen und du sammelst einfach quasi ihren Profit ab, also die investieren dann deine Kohle. Ich meine, du kannst auch auf eine Bank gehen und sagen, Sie, Herr Bankmanager, ich habe da 2 Millionen, können Sie die für mich vernünftig anlegen? Aber, also das macht es lieber selber. So, und jetzt gehe ich durch die Fragen durch. Ah, Moment noch, etwas. Das muss ich nochmals in meiner Telegram-Gruppe, gab es noch einen Kommentar, auf den ich eingehen wollte. Moment, rasch. Ich habe da zwei, drei Kommentare beantwortet. Ah, genau. Mehmet Tuskan hat erwähnt, dass das, habe ich diesen anderen Link jetzt nicht geschickt? Habe ich nicht geschickt. Dann schicken wir doch den auch noch. Moment, muss ich nochmals kurz aufmachen. Jetzt finde ich den nicht mehr. Recently closed vielleicht. Genau. Internet of Value, genau. In diesem Dokument, wo ich vorher gezeigt habe, dass man vor 3 Jahren eben von 180 Billionen
Volumen gesprochen hat vor 3 Jahren. Da steht auch drin, dass das ganze System 1,6 Billionen oder 1,7 Billionen sogar. 1,7 Billionen kostet. Also es sind krasse Kosten. Ich habe da schon diverseste Rechnungen angestellt und also eine Bank wie UBS und UBS ist von den Top 100 ziemlich genau der Schnitt. Ist irgendwie am Platz 29 oder so oder 30, irgend sowas. Hat aber genau einen Hundertstel von Assets under Management. Und dann gehe ich auch davon aus, dass sie ungefähr einen Hundertstel der Zahlungen haben. UBS ist auch ein Mitglied dieser CLS-Gruppe, der Continuous Linked Settlement-Gruppe. Und was wollte ich sagen? Genau, dass eben, dann habe ich diese Kosten mal runtergebrochen. Also alle diese Kurven, die kann man approximativ linear ansehen. Ich mache ein Beispiel dazu. Oder vielleicht sollte ich es sogar zeigen. Ich habe es zwar, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich zeige es nochmals. Moment. Top Tier 100 Banks. Dann. Tun wir das weg, tun wir das da oben, schalten da nochmals Window Capture ein. Numbers, genau, das sind die Top 100 Banken. Also UBS ist irgendwo. Ah, Platz 34, das ändert wahrscheinlich auch ein bisschen von Zeit zu Zeit. Na, das seht ihr jetzt nicht, da muss ich noch ein bisschen kleiner machen. So, Platz 34. Und die haben 100, also 1000, und wenn man ganz nach unten geht, dann sind es 100.000. Also UBS hat genau ein Hundertstel von diesen 100 Banken. Und die Kurve von Assets under Management, da muss ich jetzt ein bisschen kleiner machen, dass ihr diese Kurve, das ist so eine logarithmische Kurve. Also, ich glaube, die gelbe Kurve sind die tatsächlichen Werte. Und ich habe dann versucht, so eine approximative Kurve zu errechnen. Stimmt das? Haben wir da. Gelb ist was? Assets under Management. Ah, und rot wären die Cost Savings, genau. Also gelb sind die Assets under Management. Aber wie ihr seht, okay, es ist nicht eine super logarithmische Kurve hier, diese gelbe. Aber annähernd kann man davon ausgehen. Also eine Bank auf Position 84 mit Assets under Management, die hat nicht 100-mal mehr Transaktionen wie eine Bank auf Position 20. Die hat auch 4-mal weniger oder halt eben gemäß dieser logarithmischen Kurve entsprechend weniger Transaktionen. Das habe ich versucht in dieser grünen Kurve zu modellieren. Das wären dann in etwa die Anzahl Transaktionen. Also man kann davon ausgehen, dass quasi, ich weiß jetzt nicht mehr, irgendwie 70 oder 80% aller Zahlungen weltweit werden von diesen 100 Banken quasi durchgeführt. Und der Rest ist nur noch Beigemüse, also ist nicht mehr wirklich viel. Und dieses Prinzip, jetzt habe ich den Faden, kann man eben auch auf die Kosten, genau, und die rote Kurve wären eben die Kostenersparnis. Und wenn man das jetzt auf UBS umrechnet, und das habe ich mal gemacht, so Handgelenk mal Pi, dann könnten die quasi ihren Reingewinn pro Jahr verdoppeln. Also das kann man sich nicht vorstellen. Also das sind unheimliche Kosten.
Was ich aber dazu auch sagen will, also in diesem Beitrag auf meiner Telegram-Gruppe hat Mehmet Tuzcan Prozente erwähnt und hat jemand gemeint, ja, kostet denn eine 100 Millionen Zahlung, kostet das dann 10 Millionen? Das ist natürlich nicht linear. Also die Kosten für hohe Zahlen, also für High-Value-Payments, die gehen natürlich runter, prozentual gesehen. Aber selbst wenn es eine Million ist, ist immer noch verdammt viel Kohle. Wenn ich für eine 100 Millionen, also warum soll eine 100 Millionen Zahlung, also ich sehe nicht ein, warum das mehr wie in Franken kosten soll. Also das ist ja nichts dahinter, heute eben schon, aber mit Triple Net dann eben nicht mehr. Genau, dann hat auch Mehmet Tuzcan mich angesprochen auf die Dezentralität von XRP. Ob das dann ein Problem sein könne, dass man mit ODL oder RippleNet, das eben, also da geht es auch um Steuern und so, wer wie viel Kohle verschiebt und wie viel Steuern zahlen muss. Aber da müsst ihr euch überhaupt keine Gedanken machen. RippleNet ist ja nur, also Brad Cunningham hat immer schön gesagt, das Plumbing, also ist ja nur ja, wie sagt man denn, quasi die Röhre, die. Also wenn ich von Zürich nach Genf will, gibt es irgendwie drei Varianten. Zug, Auto oder Flugzeug. Dass ich in Genf angekommen bin, das kann mein Gesprächspartner bestätigen, dass ich angekommen bin. Wie ich da angekommen bin, ob ich jetzt mit dem Zug, Flugzeug oder Auto gekommen bin, das kann dem scheißegal sein. Und das kann auch dem Staat, der Steuern verlangt, scheißegal sein. Jetzt habt ihr ein bisschen wenig. Hört ihr mich noch? Hängt's? Ja, mal nochmal. Hört ihr mich wieder? Jetzt sollte die Verbindung wieder exzellent sein. Also, ich hoffe, ihr habt das mitgekriegt, dass diese Steuergeschichte und die Dezentralität, das ist überhaupt kein Thema. Also alles, was Regierungen und Steuerämter wissen müssen, an dem ändert sich durch die Verwendung von ODL überhaupt nichts. Und auch diese hohen Zahlungen werden trotzdem kommen. So, und jetzt gehe ich nochmals durch eure Fragen durch. Manuel hat mich noch darauf angesprochen, dass er jetzt ein bisschen nicht so ganz versteht, eben wegen diesen hohen Zahlungen, ob das jetzt alles nur kleine Zahlungen sind. Aber ich denke, ich habe jetzt genügend erklärt, dass es eben auch wirklich, also diese großen Zahlungen, das sind nicht einfach immer nur Treasury Payments, absolut nicht. Sonst wären diese Zahlen ja von der Menge an kleinen, an tiefwertigen Zahlungen und die wenigen hochwertigen Zahlungen in Tage zu, dann würden die ja matchen, aber das ist Faktor 300 unterschiedlich. Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist völliger Bullshit, dass es keine Millionenzahlungen mehr gibt. Stellt euch vor, BMW bestellt bei Pirelli für, also ich habe mal gesehen, BMW produziert, glaube ich, bestimmt das pro Tag, pro Werk, etwa 10.000 Autos oder so, stimmt das? Also 200, 2,5 Millionen Autos, glaube ich, pro Jahr. Dann bin ich von 10 Ländern ausgegangen, das sind pro Land 250.000 und dann durch 250, also 1.000 Autos pro Tag. Also wenn die 1.000 Autos pro Tag produzieren, dann brauchen die 1.000 mal 4.000 Pneus pro Tag. Also sagen wir, die brauchen 14 Tage Pneuvorrat. Dann brauchen sie 56.000 Pneus. Pro Pneu zahlen sie 100 Euro.
dann sind das 5,5 Millionen und das ist absolut nichts. Das wissen wir von diesen Zahlen, von Tagezahlen. Es kann doch nicht sein, dass das alles erstunken und erlogen ist. Das habe ich von der offiziellen Webseite. Also glaubt nicht, dass es keine großen Zahlungen geben wird. Die wird es geben. Nichtsdestotrotz wäre es tatsächlich so, aber das ist jetzt rein hypothetisch, also nicht, dass es jetzt tatsächlich so ist, dass es keine großen Zahlungen gäbe, sondern dass tatsächlich die großen Zahlungen, dass diese großen Zahlungen gesplittet werden würden. Was wollte ich dann eigentlich sagen? Ah, genau, dann müsste man ja quasi, also müsste so ein Market Maker extrem viel Market Making machen. Ein normaler Market Maker in einem Aktienmarkt macht pro Tag, also maximal 500 Trades. Maximal, also das ist alleroberste Limite. Das sind eher 150 Trades und nicht 500. Also müsst ihr euch mal vorstellen, wie viele Market Maker es da bräuchte, um da alle Zahlungen abzudecken. Und man kann jetzt schon sagen, ja, das kann man ja vielleicht mit einem Programm erledigen. Kann man, aber man kann es eben nur annähernd und nicht hundertprozentig. Das würde dann eben bedeuten, dass in meine Rechnungen ein weiteres Element, eben Umsatz an XRP oder wie häufig ein XRP pro Tag wiederverwendet wird. Aber vergesst Leute, die da sagen, das kann alle 4 Sekunden passieren. Also selbst wenn das automatisiert würde, wird es nicht, also ich behaupte es mal, wird es nicht unter 10 Minuten passieren. Und okay, der Preis wäre dann vielleicht nicht mehr bei 100%, würde er vielleicht nicht mehr auf 10 Digits gehen, sondern vielleicht irgendwie nur noch auf 2000. Aber dass es trotzdem hohe Preise braucht, das steht absolut außer, also steht nicht zur Diskussion. Elipal Titan kenne ich nicht. Ich habe das erste Elipal Wallet, habe ich mir mal, also nur auf dem Internet angeschaut, fand 10-mal besser wie Ledger. Also ich weiß nicht, warum alle immer so auf Ledger stehen. Ich finde das System der Horror. Aber schaut euch mein Wallet an. Ich kann das in meine Brieftasche nehmen. Es ist wie eine Kreditkarte. Und ich kann es immer dabei haben und ich kann zusammen mit meinem Handy Überweisungen machen. Habt ihr euren Ledger, whatever, Bluetooth, Nano immer bei euch, dass wenn ihr irgendwo in den Bergen seid und mal schnell XRP überweisen wollt, dass ihr das könnt, also vergesst das. Deshalb kann ich mich dazu nicht wirklich äußern. Mein absoluter Favorit ist dieses Cool Wallet. Ah, möchte ich übrigens, das möchte ich auch noch kurz zeigen. Also wer, jetzt machen wir da nochmal das Fenster auf. Genau, dann nehmen wir das drüber. So, aha. 0, 0. So, 3 und hier unten, aha, machen wir, jetzt muss ich da nochmals, Untitled, genau, da können wir jetzt zuschalten. Ich möchte euch kurz noch was zur Sicherheit von Cryptocurrencies sagen. Factorial von dem. Also die Anzahl Möglichkeiten,
wenn man so ein Sheet erstellt, da gibt es so ein Sheet mit irgendwie knapp 2000 Wörtern und davon muss man entweder 12 oder 18 oder 24 auswählen und niederschreiben und dann niemandem sagen, weil man damit eben quasi weil man damit quasi jemandem Zugriff geben könnte auf sein Account. Und die Formel ist Fakultät. Also die drei Fakultät gibt sechs. Jetzt geben wir hier mal 4 ein, dann sind wir schon bei 24. Geben wir mal 40 ein. Ah, blöd, falsche Zeile. 40. Dann sind wir schon auf einer Zahl. Ja, ich kann das schon gar nicht mehr lesen. Das sind irgendwie Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, Trillionen, Trilliarden. Keine Ahnung. Also irgendwie. Eine Trilliarde Trilliarden, irgendwie so in dieser Größenordnung. Mein Rechner kann bis 170, kann er die Zahl darstellen. Also ich weiß nicht, wie man diese Zahl sagt. 171 kann er gar nicht mehr rechnen, gibt der Fehler zurück. Diese Seed-Wörter, das sind 2000. Also jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie sicher das ist, dass es quasi unmöglich ist. Also ich habe das diese Woche auch mit ein paar Leuten auf Twitter diskutiert, dass es quasi unmöglich ist, so ein Seed zu hacken, weil es einfach schlichtweg zu viele Möglichkeiten gibt. Nick Bugliani, so wie der heißt, ein Typ von Ripple, der sich eben um XRP kümmert und um diese ganze Verschlüsselungsgeschichte, also der ist so quasi die rechte Hand von David Schwarz. Und er hat mich auf ein Video aufmerksam gemacht, wo ein Typ, 2015 war das, versucht hat, Bitcoin-Adressen zu hacken. Und weil eben alle Cryptocurrencies also nach demselben Prinzip funktionieren, kann man theoretisch, wenn man so einen Seed errechnet hat, kann man den auf jeder Kryptowährung ausprobieren und schauen, ob man da ein Konto findet. Also das ist noch eine spannende Geschichte. Auf jeden Fall hat dieser Typ eben anhand von Mustern, wie Menschen funktionieren, so Seed Keys quasi errechnet und hat dann tatsächlich etwa 20 Treffer gelandet. Wobei, also bei quasi keinem von denen gab es wirklich Bitcoin. Beim ersten Treffer, ist er auf ein Konto gestoßen, da gab es 250 Bitcoin. Hat aber nicht gestohlen, hat aber, glaube ich, dem Owner gesagt, dass er das besser in einer sicheren Wallet verwalten soll. Quintessenz aus diesem Video war, dass es bei der Kryptographie hauptsächlich um Entropie geht. Und das ist mega wichtig, dass ihr das versteht. Entropie ist in der Kryptologie quasi das Gesetz vom Zufall. Glaubt nicht, dass ihr zufälliger wie ein Computerprogramm aus diesen 2000 Seedwords Wörter auswählen könnt. Das ist faktisch bewiesen, dass ein Mensch keine gute Entropie produzieren kann, weil er eben bei der Auswahl von diesen Wörtern immer auf irgendwelche Assoziationen oder Disassoziationen zurückgreift und das sind eben Muster, die man quasi errechnen kann. Und auch wenn es nur ein Millionstel
unsicher ist. Aber dieser Millionstel unsicher bedeutet quasi, dass man eben eine Million mal weniger Rechnungen anstellen muss, um vielleicht aufs Resultat von euren Seedwert zu kommen, um an eure Kryptos heranzukommen. Deshalb, wenn ihr so einen Ledger oder was auch immer Wallet habt, rechnet diese Seedwörter, lasst die von einem Programm berechnen. Bei Cool Wallet ist es dieses Teil, das mir diese Seedwörter vorgibt. Und dieses Teil kann viel besser Zufall produzieren wie jeder Mensch. Also man liest diese Liste und denkt, ja, das kann ich besser wie jedes Programm. Ist erwiesen, dass es nicht so ist. Also denkt daran, dass wenn ihr noch kein Wallet habt oder daran denkt umzusteigen, dass ihr euch diese Seeds programmatisch errechnen lassen sollt. So, und jetzt zurück zu euren Fragen. Richard fragt, was der Schachzug ist. Ja, der Schachzug ist, dass sie jetzt eben endlich auf Live-ODL-Transaktionen umsteigen können. Und dass es eben nicht mehr diese Batch-Treasury-Geschichten sind. Das ist eigentlich die Idee dieser ganzen Geschichte, dass es eben Real-Time sein soll. Und wenn das dann eben auch noch bewiesen ist, dass das funktioniert, dann ja, vielleicht müssen wir doch noch ein paar Monate warten. Kann sein. Das könnte der Grund sein. Das kann gut sein, Richard, dass wir noch ein paar Monate warten müssen, dass wir da tatsächlich zu voreilig mit unseren Vorhersagen sind. Ich denke jedoch nicht. Also ich denke, dass nach wie vor das SBI, wie sie, also es kann nicht sein, dass die seit 2 Jahren angekündigt haben, dass die kommen, und es kommt einfach nicht. Das muss kommen, und wenn das kommt, also hat mir aus meiner ehemaligen WhatsApp-Gruppe der Marcello gesagt, dass die, glaube ich, 8,4 Millionen registrierte User hätten. Das sind 30% vom Potenzial, wo sie haben. 30%. Wenn nur 10% von denen XRP kaufen, dann ist es quasi die Hälfte der Leute, die heute, oder vielleicht ein Drittel der Leute, die heute schon XRP haben. Man darf es eben nicht nur an den Wallets messen, weil es gibt Leute, die kaufen in der Schweiz zum Beispiel bei Swissquote, dann hast du es bei Swissquote, dann hast du keine eigene Wallet. Sabai ist ein bisschen ein aggressiver. Danke, Richard, dass du da ein bisschen zum Rechten schaust. Miba, weil ich bin aggressiv gegen dieses Ledger Nano. Ich verstehe es nicht. Warum alle, das ist wie bei Bitcoin, hat ein First Mover Advantage, aber ich sehe keinen Vorteil von Ledger Nano, nicht einen. Im Gegenteil, Ledger Nano war, gut, Cool Wallet hatte bei SBIBC kürzlich auch ein Problem, das haben sie aber, glaube ich, innerhalb von wenigen Stunden lösen können. Da ging es, glaube ich, das war, glaube ich, an diesem Tag, wo das Zertifikat auf dem Ripple Haupt, also auf dem XRPL Hauptserver abgelaufen ist. Dann konnten quasi alle Wallets, die auf diesem Server quasi ihre Transaktionen übermittelt haben, nicht mehr connecten. Aber Ledger Nano ist das einzige, wo ich auf Twitter
Regelmäßig, alle paar Wochen gibt es irgendein Problem. Gibt es irgendeinen Beschiss oder weiß der Geil nicht was oder irgendein Update läuft nicht. Von all diesen Problemen hörst du bei keinem anderen Wallet. Okay, mag sein, dass es die anderen Wallet nicht so verbreitet sind, aber. Also ich sehe einfach den Vorteil nicht. Echt? Ich sehe nur, dass es ein riesen. Also. So zum Vergleich. Was habt ihr lieber in der im Hosensack? Ledger Nano, so diese Größe, plus minus, oder so ein Teil, das ihr irgendwo hinter eurer Kreditkarte verstecken könnt. Also meine Entscheidung ist schon gefallen, als ich das Format gesehen habe. Und als ich dann gelesen habe, wie die security-mäßig aufgestellt sind, also war für mich der Fall klar. Jetzt habe ich fast 50 Minuten gequasselt. Aber Richard beantwortet da mehr oder weniger alle Fragen, die da kommen. Danke, Richard. Jetzt esse ich nochmals einen Mentos. Meine Frau ist wahrscheinlich eingeschlafen, sonst kommt sie immer live. Oder war sie hier und ich habe sie nicht gesehen? Glaube ich nicht, oder? Ja, ich habe 2 Millionen Wallets, aber es gibt eben, ich behaupte, ein Großteil der User auf Coinbase wird wahrscheinlich kein Wallet haben. Bei eToro behaupte ich jetzt mal, dass es wahrscheinlich weniger als 50% sind, die Coins auf ein Wallet geschoben haben. Zahlen zu eToro. eToro hat etwa, glaube ich, 13 Millionen Kunden weltweit. Und es gibt auf der Watchlist gibt so ein Sentiment Indicator. 50% der Kunden auf eToro. Nein, 50. Sind, doch, ich glaube 50% der Kunden sind 100% auf Buy für Krypto. Bei ADA sind es irgendwie 7%. Also allein das spricht schon Zahlen. Und von diesen 5, also wenn von diesen 13 Millionen 50% XRP hat, dann kannst du allein da schon davon ausgehen, dass, also dann sind meine 30% auf diese 2 Millionen obendrauf, kannst du gleich vergessen, dann sind es wahrscheinlich 5 Millionen oder 6 Millionen User, die tatsächlich XRP haben. Aber selbst dann sind 10% von diesen 8,4 potenziellen SBI-Kunden sind immer noch eine Riesenmenge, die plötzlich dazukommen werden. Zentralbank Brasilien, danke Mimetus. Und das, da ging es, glaube ich, ich habe das nur so am Rand verfolgt, aber eher so, also Brasilien will anscheinend ein ähnliches System wie in Asien einführen mit diesen QR-Codes. Ich frage mich ein bisschen, ich kenne diese QR-Code-Systeme nicht so gut. Aber ich sehe nicht wirklich den Vorteil gegenüber einem Apple Pay, wie, also ich zahle 99% meiner Einkäufe zahle ich mit Apple Pay. Das ist sowas von benutzerfreundlich. Ich drücke zweimal den Knopf. Aha.
Dann schaue ich kurz Face ID. Dann steht hier, halten Sie es ans Lesegerät, halten Sie es ans Terminal und gezahlt ist. Und es ist auch, es funktioniert auch bei großen Beträgen, also nicht nur bis zu 40 Euro oder Schweizer Franken, wie man bei diesen kontaktlosen Karten nur hinhalten muss. Es funktioniert bei jedem Betrag. Also ich weiß nicht, warum dass wir etwas anderes bräuchten. Also ich sehe den Vorteil von diesen QR-Codes nicht. Wenn es natürlich so ein Apple Pay System in einem Land überhaupt nicht gibt, kann es vielleicht schon sein, dass man da irgendwie, keine Ahnung, dass man das Zahlen einfacher machen kann mit so QR-Codes. Aber das ist ja, das nur eine, das hat mit den Zahlen, also ich denke, dass Ripple da bestimmt unterstützen kann in der Integration dieser verschiedenen, keine Ahnung, Systeme, die dann eben in Brasilien existieren. Also ich denke, es ging bei diesen Gesprächen mehr darum. Aber ich mache ein Beispiel. Es gibt Länder, ich behaupte, USA ist so eins, in Kroatien war es glaube ich auch so, wenn du da an die Tankstelle fährst, dann kommt immer so ein Typ und der füllt dir das Benzin ein. Also du darfst quasi nicht selbst einfüllen. In der Schweiz machst du es immer selbst. Also ich habe das in der Schweiz noch nie erlebt, dass mir jemand Benzin, also angeboten hat, das Benzin einzufüllen an der Tankstelle. Aber das Resultat ist dasselbe. Mein Tank ist nachher voll mit Benzin. Im einen Fall habe ich es selbst gemacht, im anderen Fall jemand anders. Und in diesem anderen Fall zahle ich vielleicht noch 0,1% vom Lohn dieses Typen, der das gemacht hat, mit. Keine Ahnung. Aber das ändert an der Technik der Zapfsäule überhaupt nichts. Und deshalb ist, also Ripple wird da vielleicht sich platziert haben, so im Stil von, wir können das Ganze integrieren, real-time-mäßig. Aber das wäre dann domestisch und hätte, sagt man eben so, domestisch, also national, und hätte dann auf XRPE null Einfluss. Ja, diese, ja, das sind halt diese Destination, also diese Destination Tax. Ich meine, ich glaube bei Binance ist es ein sechsstelliger Code, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, das lässt quasi eine Million Kunden zu. Ja, müssen sie auch. Coinbase braucht einen siebenstelligen Code, wenn die irgendwie 30 Millionen Kunden in den USA haben, dann genügt ein sechsstelliger Code leider nicht. Es muss ja für jeden Kunden einen eindeutigen Destination Tag geben. Nichtsdestotrotz glaube ich, also ich behaupte nach wie vor, dass von diesen 50 Milliarden, die viele glauben, dass flüssig vorhanden sind, behaupte ich, also wenn 2,5 Milliarden oder 3 Milliarden flüssig sind, wird es wahrscheinlich schon viel sein. Die schon seit über einem Jahr dabei sind, die werden locker bis 10 oder 20 oder 50 Dollar halten und ein paar wenige von denen vielleicht bis 100, 200 Dollar, und die ganz harten Kerle wie ich, die werden bis 1000 Dollar halten. Aber irgendwie bei 3,80 Dollar, da wird es paar ganz wenige geben, die da ihre XP hinschmeißen. Und wenn es soweit kommt, dann
werden die gekauft werden von jemandem, der dann eben auch wartet, bis sie auf $38 oder $380, also der will dann auch Faktor 100 Gewinn machen, oder? So ein Kursystem erklären. Ich glaube, es gibt, glaube ich, zwei Varianten. Die eine Variante ist, dass du quasi in einem Shop mit der Handykamera diesen QR-Code scannst und deine App baut dann mit dem System des Shops eine Verbindung auf und kriegt dann quasi übermittelt, wie viel du zahlen musst. Und dann kannst du noch irgendwie bestätigen, dass du das jetzt zahlen willst. Vielleicht in einem Restaurant könntest du vielleicht noch ein Trinkgeld drauf zahlen. Das ist wahrscheinlich die eine Variante. Und die andere Variante, also so stelle ich mir das vor, ist, dass du beim Scannen des QR-Codes quasi, also dass im QR-Code drin quasi deine Rechnung versteckt ist, dass direkt beim Scannen also die App auf deinem Handy bereits weiß, wie viel zu zahlen ist, dass sie nicht nochmals eine Kommunikation mit dem Shop-Terminal aufnehmen muss. Und dann musst du quasi nur noch okay sagen. Also es gibt, ich habe mal ein Bild gesehen, in China gibt es sogar Bettler, die mit einem QR-Code betteln. Also die sitzen dann, da haben einen QR-Code auf einem Stück Papier und kannst du das scannen und kannst denen das dann quasi wie die Payment Pointer Adresse von denen. Dann kannst du denen 5 Renminbi oder so schicken, keine Ahnung. Also ich bin nach wie vor super bullish. Diese Geschichte von Aschi Spierla, die macht mir nicht zu denken viel, eher zu denken, gibt mir der Tweet von David Schwarz, dass die Banken eben anscheinend dem noch nicht wirklich getraut haben und dass man eben auch mit MoneyGram zuerst diese Batch Payments, diese Treasury Payments gemacht hat und eigentlich erst jetzt langsam auf Live Payments umstellt. Und wenn das so wie ich habe das vorher geschrieben habe, nochmals 6 bis 9 Monate geht, dann wäre ich dann schon ein bisschen fuzzelig. Aber es könnte ja auch sein, dass, also ich meine, die haben jetzt gezeigt, dass es funktioniert und wenn die jetzt vielleicht in 3 Monaten zeigen können, dass wirklich jede Zahlung, ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, so eine MoneyGram hat, ich glaube, auf Utility-Scan hat man es sehen können, so im Schnitt alle 5 bis 10 Minuten $40.000 überwiesen. Wenn die jetzt dann anfangen, eben anstatt diese eine Zahlung in 5 oder 10 Minuten 80 Zahlungen durchzujagen durch das System, auch $500. Und alle diese Zahlungen funktionieren, also dann glaube ich nicht, dass wir nochmals 9 Monate warten müssen. Und ich bin mir eigentlich auch hundertprozentig sicher, dass Ripple auch ODL irgendwie testen kann. Also 100 Pro haben die irgendwie eine Möglichkeit, ODL zu testen. Natürlich ist es ein Test, es ist eine Testumgebung, aber das werden die ganz bestimmt haben. So. Schon über 1 Stunde. Letzte Frage, dann verabschiede ich mich von euch. Inzwischen möchte ich mich von euch, also bei euch bedanken, dass ihr wieder zahlreich erschienen seid. Haltet die Ohren steif und bitte nicht verzweifeln. Also die drei- und vierstelligen XRP-Preise, die werden kommen. Da sehe ich überhaupt
habe ich überhaupt keinen Zweifel, wenn dann SDI tatsächlich mal Wirkung zeigt, wenn diese 8,4 Millionen User dann endlich mal loslegen und Kryptos kaufen dürfen. Ich glaube, die haben ja, glaube ich, erst 3 Kryptos da oder 4 vielleicht. Also Bitcoin, Ethereum, XRP, glaube ich, noch einen anderen. Also die haben nicht sehr viel im Angebot im Moment. Dann wird sich das hundertprozentig im Preis auswirken. Dann wird FOMO entstehen und werden alle die jetzt 2 Jahre gelacht haben, werden denken, fuck, XRP kann ja tatsächlich 100% innerhalb von einer Woche oder so steigen. Dann werden die einsteigen, das wird einen XRP-spezifischen Bullrun geben, behaupte ich. Das wird nichts mit den anderen Coins zu tun haben. Und darauf aufbauend könnte ich mir vorstellen, dass dann, wenn dann eben diese Live-Tests von MoneyGram auch funktionieren, dass dann eben auch relativ schnell die Banken einsteigen und ODL nutzen. Und ich meine, ihr müsst euch im Klaren sein, mit ODL will man die Nostro-Accounts reduzieren. Okay, Fremdwährung, also Währungswechselkursverluste will man auch reduzieren natürlich. Aber hauptsächlich will man die Nostros reduzieren. Und mit Remittances macht man das nicht. Remittances und Small, also KMU, Klein- und Mittelunternehmenszahlungen, das macht nicht mal 1% der Zahlungen aus. Im Gesamtbild. Also vergesst das, dass da keine großen Zahlungen kommen werden, die werden kommen. So, ist noch eine Frage gekommen, ist keine Frage. Warum hat Gemini XRP nicht aufgelistet? Kann ich dir nicht sagen. Wenn das die letzte Frage war, dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Haltet die Ohren steif und also nicht verzagen. Kommt alles gut. Ich bin nach wie vor super bullish. Ciao zusammen.